und kommen zum Tagesordnungspunkt 49. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD, Unterrichtsausfall bekämpfen, mehr Ehrlichkeit statt Verschleierung. Ich darf zur Eröffnung der Aussprache dem Kollegen Degen für die Fraktion der Sozialdemokraten das Wort geben. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Herr Degen, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unterricht fällt an hessischen Schulen aus, Tag für Tag. Das Versprechen der Unterrichtsgarantie liegt wie viele andere Leuchttürme der CDU in Trümmern, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das einmal an einem Beispiel unserer Realität hier verdeutlichen. Stellen Sie sich einmal vor, ich lade Sie ein zu einem Gedankenexperiment. Nach meiner qualifizierten und am Thema orientierten Rede lassen wir einfach einmal eine Rede ausfallen. Sie können sich in dieser Zeit ja auf eine andere vorbereiten. Dann folgt vielleicht eine umweltpolitische Rede anstatt Bildung, gefolgt von wir gehen zusammen raus, schauen 10 Minuten eine Folge House of Cards. Dann malen wir zusammen 10 Minuten eine Strichzeichnung unseres Stadtschlosses mit bunten Stiften aus. Dann kommt eine Kollegin aus Nordrhein-Westfalen, die über den Unterrichtsausfall dort spricht. Übrigens gibt es dort Zahlen. Und dann, meine Damen und Herren, spricht am Ende nicht der Kultusminister, sondern ein Praktikant aus dem Kultusministerium, der vielleicht nicht unbedingt vom Thema Ahnung hat. Aber was soll's, an unseren Schulen unterrichten ja auch viele Menschen, die gar nicht dafür ausgebildet sind, meine Damen und Herren. Wir würden dann, meine Damen und Herren, einen Vormittag erleben, wie ihn viele Schülerinnen und Schüler in Hessen erleben. Vielleicht nicht jeden Tag, aber viel zu oft. Und das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Und vielleicht, es würde ja gar nicht viel ausfallen. Wir wären ja alle hier und am Ende würde auch etwas im Protokoll stehen. Aber ob das am Ende alles sinnvoll ist und dem Thema dienen würde, wenn das so passieren würde, wie es an Schulen passiert, das, meine Damen und Herren, überlasse ich Ihrem Urteil. Markenkern dieser Regierung ist, dass sie immer nur von Erfolgsmeldungen spricht und den unbequemen Themen ausweicht, dass sie im Zweifel keine Daten hat zu all den Themen, die irgendwie für sie unangenehm werden können, meine Damen und Herren. Das lassen wir Ihnen nicht weiter durchgehen. Das muss sich ändern. Erst zufälligerweise vor wenigen Tagen gab es ein neues Schulinfo des Kultusministeriums. Da geht es wieder um Zahlen, die uns am Ende deutlich machen wollen, dass wir einen Lehrereinsatz von rund 130% hätten, meine Damen und Herren. Solche Zahlen kann man statistisch ja irgendwie zusammenrechnen, vor allem wenn man die Sonderpädagogen noch mit einrechnet, die ja auch für Grundunterrichtsabdeckung da sind, wenn man all das, was Ganztag angeht, auch mit einrechnet. Man kann sich das schön rechnen, aber ob das richtig und sinnvoll ist, das ist etwas anderes. Und wenn man diese Zahlen den Schulleitungen, den Lehrerinnen und Lehrern gibt, dann sagen die, na ja, so viele Lehrer wie noch nie, sagen die. Nur wo sind die? Bei mir jedenfalls nicht. Das höre ich immer wieder. Deshalb, wir wollen Licht ins Dunkel bringen. Wir wollen hinter die Kulissen dieser schwarz-grünen Luftschlösser aus Allzeithochs und Jubelmeldungen schauen. Wir wollen endlich, dass sich die Landesregierung mit der Realität an unseren Schulen befasst. Und darum geht es heute. Und solange man eben nicht zugibt, dass es ein Problem gibt, solange kann man auch nichts dagegen tun. Das ist das Grundproblem dieser Landesregierung, dass man immer wieder die Augen verschließt und dementsprechend gar nicht in der Lage ist, die richtigen Lösungen zu entwickeln. Ausbaden müssen es die Schülerinnen und Schüler. Und solange sich hier nichts tut, meine Damen und Herren, werden wir auch dem noch sich viel verschärfenderen Lehrermangel, der die letzten Wochen uns immer wieder medial auch erreicht hat, wahrgenommen wurde, das wird, meine Damen und Herren, noch viel, viel dramatischer an unseren Schulen werden, wenn wir nicht jetzt endlich eingreifen, Zahlen vorlegen und richtige Lösungen entwickeln können, meine Damen und Herren. Und für all die, die vielleicht nachher wieder das schöne Märchen der tausendprozentigen Unterrichtsversorgung erzählen werden, dass hier keine Stunde in Hessen ausfällt. Wir haben heute hier eine Besuchergruppe der Dr. Kurt-Schumacher-Schule aus Rheinheim zu Gast auf der Tribüne. Ich habe mich
mit den Schülerinnen und Schülern schon unterhalten können. Erst kürzlich ist dort ein Lehrer für Sport und Povi für 3 Wochen in Elternzeit gegangen. Gut, dass er das macht, das finde ich richtig. Aber sein Unterricht wurde zumindest in der Klasse, von der ich weiß, nicht vertreten. Da sind pro Woche ganze 4 Unterrichtsstunden einfach mal so ausgefallen. Ein anderes Beispiel der gleichen Schule, heute vor 2 Wochen, ein Sportlehrer auf Fortbildung. Auch das ist richtig, dass man während der Unterrichtszeit manchmal auf Fortbildung gehen kann, gehen muss. Aber es gab keine Vertretung. Es gab eine Vertretung immerhin, aber laut Aussage einer Schülerinnen und Schüler ging man auf den Schulhof und die Kids durften machen, was sie wollten, meine Damen und Herren. Ein anderes Beispiel, man muss gar nicht suchen nach solchen Beispielen. Man fragt wirklich eine Schülerin, einen Schüler, und es passiert überall. Ein Schüler aus einer Q1, einer anderen Schule, vergangenen Donnerstag fanden 4 statt 11 Stunden statt. Vorgestern sind 2 Stunden ausgefallen. Diese Woche werden es noch einmal 4 Stunden sein. Jede Schülerin, jeder Schüler ist von Unterrichtsausfall betroffen, und das wollen wir ändern, meine Damen und Herren. Und ich bin ja dankbar, dass, wenn es schon nicht die Landesregierung macht, andere bereit sind, hier Zahlen zu erheben. Wir haben schon im vergangenen Jahr über die Zahlen der Landesschülervertretung gesprochen. Die haben damals 16.500 Stunden täglich ausgerechnet, nachdem sie sich die Vertretungspläne der Schüler haben schicken lassen. Jetzt haben wir, meine Damen und Herren, ganz aktuell eine Erhebung des Landeselternbeirats, dem ich ebenfalls sehr dankbar bin, dass sie hier die Aufgaben machen, die andere erledigen sollten. Und die kommen zum Schluss in einer anonymen Befragung, ohne dass irgendjemand Konsequenzen fürchten musste, dass über 20% der Eltern, Schüler und Lehrkräfte eben angeben, dass regelmäßig mehr als 10 Stunden Unterricht monatlich ausfallen. Und weitere 31% geben an, dass ein Unterrichtsausfall zwischen 5 und 10 Stunden im Monat vorliegt. Und zudem werden laut dieser anonymen Befragung von den mehr als 10 Stunden, die monatlich ausfallen, nur 7% überhaupt fachgerecht vertreten. Das ist die Realität an unseren Schulen, meine Damen und Herren, und so kann es nicht weitergehen. Ach, dass der Herr Pentz in der Vergangenheit lebt, statt sich mit der Gegenwart zu beschäftigen, das ist nichts Neues, Herr Pentz. Meine Damen und Herren, das Grundproblem ist doch, dass alles auf Kante genäht ist. Und dass selbst wenn es stimmen würde, das stimmt nicht, dass alle Lehrerstellen besetzt sind, aber selbst wenn sie besetzt wären, alles ist auf Kante genäht, erkrankt Langzeit oder geht in Elternzeit oder in Mutterschutz, meine Damen und Herren, dann brechen ganz schnell die Planungen der Schulen zusammen, und es kann eben keine qualifizierte Vertretung gewährleistet sein. Und deswegen müssen Schulen zu anderen Mitteln greifen und den Mangel verwalten. Auch das Konzept der verlässlichen Schule existiert doch auch nur auf dem Papier, weil ganz abgesehen davon, dass schon per Definition es kein Unterricht ist, sondern Betreuung. Gerade an den Grundschulen muss man nur auch mal rumfragen. Allein die Stundentafel reicht gar nicht aus in der Realität, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Denn am Ende ist es so, dass 104% in Hessen am Ende weniger sind als 100% in Hamburg. Hessen ist bundesweit Schlusslicht bei der Versorgung der Grundschulen mit Unterricht. Das ist Realität. Wir wollen diesen Zustand nicht länger hinnehmen. Wir fordern, dass die Landesregierung endlich Zahlen zum Unterrichtsausfall vorlegt. Andere Bundesländer können das. Ich habe NRW erwähnt, aber vielleicht schauen Sie auch einmal nach Bayern. 1,6% Unterrichtsausfall ohne Vertretungsunterricht, Baden-Württemberg 3,6%. Und besonders interessant finde ich das Beispiel aus Sachsen, meine Damen und Herren. Da sind es 5%. Und wenn unser Kultusminister noch darüber schwadroniert, dass man ja erst einmal definieren müsse, was Unterrichtsausfall sei, finde ich auch interessant. Nach 20 Jahren, wo man sich hier immer brüstet, es gibt keinen Unterrichtsausfall, muss man sich auch mal entscheiden, ob es nun keinen gibt oder ob man nicht definieren kann, was es eigentlich bedeutet, wenn Unterrichtsausfall. Die Sachsen machen es uns vor. Da wird nicht nur zwischen geplantem und ungeplantem Unterrichtsausfall unterschieden. Da kann man sogar Gründe angeben. Da reicht es von Krankheit über
Havarien, Streik, Bombendrohungen, Bauarbeiten, Freistellungen, Schulleiterkonferenzen, was auch immer, bis hin zur Verspätung des Schulbusses, all das kann man in Sachsen definieren, festlegen und nach Regionen im Bundesland, nach Schulformen öffentlich im Internet abrufen. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen gerne die Webseite, um sich darüber zu informieren. Meine Damen und Herren, unser Kultusminister hier ist seit 6 Jahren im Amt. Wenn man heute eben immer so etwas noch nicht definieren kann, dann hat man etwas falsch gemacht. Wir fordern Sie nochmals auf, legen Sie endlich Zahlen vor. Schaffen Sie Transparenz für die Eltern, für die Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Öffentlichkeit. Ich frage Sie, wovor haben Sie Angst, dass Sie das nicht tun? Herr Kollege Degen, die Zeit ist zwar fast wie im Fluge vergangen, aber sie ist dennoch um. Das ist kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Die Schulen haben das. Man muss es nur zentral in Wiesbaden sich auch anschauen. Das wäre eine Wertschätzung der Schulen, meine Damen und Herren. Es geht nicht um Definitionen. Es geht um die Zukunft der jungen Menschen und um gute Bildung und bessere Bildungschancen. Deswegen räumen Sie endlich heute hier, räumen Sie auf mit dieser Verschleierungstaktik und sorgen Sie für echte Zahlen zum Unterrichtsausfall in Hessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Degen. Nächster Redner ist der Kollege Daniel May für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja, Vertretungsunterricht ist notwendig, weil Lehrerinnen und Lehrer krank werden, weil Lehrerinnen und Lehrer in Elternzeit gehen, weil sie auf Fortbildung gehen. Wir können den Wunsch nach einer bestmöglichen Regelung von Vertretungsstunden, die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu Recht artikulieren, gut nachvollziehen. Und Ziel unserer Politik ist es, Schule immer so verlässlich wie möglich zu gestalten. Gleichwohl gibt es Situationen, die besonders herausfordernd sind, beispielsweise wenn am Morgen vor Unterrichtsbeginn sich mehrere Lehrerinnen und Lehrer krank melden müssen, dann ist das für Schulen besonders herausfordernd. In solchen Fällen sind diejenigen an den Schulen, die die Vertretungspläne erstellen müssen, besonders herausgefordert. Und wir GRÜNE danken allen Lehrerinnen und Lehrern, die kurzfristig bereit sind, eine Vertretung zu übernehmen. Wir danken auch denjenigen, die als Honorarkräfte im Programm Verlässliche Schule tätig sind. Genauso danken wir auch denjenigen, die in der Vertretungsreserve tätig sind. Wir danken allen, die dafür sorgen, dass unsere Schulen ein hohes Maß an Verlässlichkeit bieten können. Und an dieser Stelle, Herr Kollege Degen, fand ich es ziemlich daneben, dass Sie jemanden, der Quereinstieg macht, der als Honorarkraft in dem Programm Verlässliche Schule tätig ist, hier als Leute, die keine Ahnung haben, bezeichnet haben. Das, finde ich, wird der Arbeit dieser Menschen nicht gerecht. Natürlich wäre es am wünschenswertesten, dass eine Lehrkraft des gleichen Fachs wie die Lehrkraft, die vertreten wird, den Vertretungsunterricht macht, dass sie die Lerngruppe kennt und dass sie den Stand in der Unterrichtseinheit kennt. Aber die Idealbedingungen sind leider nicht immer herzustellen. Sind schwierig herzustellen. Ganz klar. Deswegen wird eine vertretene Stunde, nur schwer den gleichen Wert haben wie diejenige, die stattgefunden hätte, wenn die vertretene Lehrkraft nicht hätte vertreten werden müssen. Dass Schülerinnen und Schüler, dass Eltern, dass Lehrerinnen und Lehrer stetige Anstrengungen von uns erwarten, wie die Frage von Vertretung besser geregelt werden kann, ist für uns verständlich und treibt uns in der Qualitätsentwicklung voran. Aber ich sage auch ganz klar, für uns hat oberstes Ziel, Eltern müssen sich im Regelfall darauf verlassen können, und sie können das im Regelfall, dass ihre Kinder während der normalen Unterrichtszeit in der Schule betreut werden. Deswegen ist es unerlässlich, diese Verlässlichkeit in der Betreuung sicherzustellen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man an dieser Stelle mal schaut, wie funktioniert das eigentlich mit der Vertretung von Schulstunden im Einzelnen. Für kurzfristige Vertretung organisiert die Schule vor Ort die Vertretung. Bei längeren Vertretungen wird eine Vertretung durch die staatliche Schulverwaltung organisiert. Hier ist auch die mobile Vertretungsreserve, welche im Anhang erwähnt wird, zu verorten.
Ich erwähne das deswegen, weil an dieser grundsätzlichen Organisationsentscheidung ich weder Kritik von den Antragstellern gehört noch gelesen habe und auch keinen alternativen Vorschlag gehört habe. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass mit dieser Organisationsentscheidung, die die Regierung so trägt, die SPD nichts auszusetzen hat. Sie haben keinen Alternativvorschlag vorgelegt, wie Sie es denn anders machen wollten. Und von daher verstehe ich nicht, wie Sie sich hier so aufplustern, wenn Sie doch gar kein alternatives Konzept zur Abstimmung bringen wollen. Auch von den Antragstellern erwähnt worden ist die angespannte Situation am Lehrkräftearbeitsmarkt. Ja, wir haben eine angespannte Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Das ist in ganz Deutschland so. Und wenn wir beispielsweise lesen, dass zum Schuljahresbeginn in Nordrhein-Westfalen damals noch 4.000 Stellen offen waren, dass in Berlin 60% aller neu eingestellten Lehrer und Lehrer nicht als solche ausgebildet sind, sieht man sehr deutlich, wie groß das Problem deutschlandweit ist und dass wir es in Hessen relativ gut im Griff haben. Aber ich sage auch ganz deutlich, es ist kein Grund, das Engagement in diesem Bereich zurückzufahren, sondern wir werden das Engagement im Bereich der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern weiter aufwachsen wollen. Wir haben schon in der letzten Wahlperiode mehr Studienplätze geschaffen. Wir haben Kapazitäten im Bereich der Weiterbildung auf den Weg gebracht. Wir haben etwas kurzfristig im Bereich der Dienstzeit von Pensionären kurzfristig auf den Weg gebracht. Aber wir sagen, das alles reicht nicht aus, sondern wir werden unsere Anstrengungen noch einmal weiter aufwachsen lassen. Und weil das so ist, haben wir bereits in diesem Jahr die Ausbildungskapazitäten weiter aufgebaut. Wir haben zusätzliche Studienplätze geschaffen. Wir haben mehr Plätze im Referendariat geschaffen, weil wir nämlich wissen, es kommt entscheidend auf gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer an. Auf grundständige Ausbildung setzen wir, damit wir in Zukunft ausreichend gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben. All das gibt es also schon. Und jetzt könnte man ja meinen, hätte die SPD an einer Stelle einen neuen Vorschlag gemacht, weil der noch nicht so verwirklicht ist, nämlich die Frage der Stipendien, die Sie im Antrag haben. Aber dieser Ansatz ist auch nicht neu, sondern entstammt im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen. Wir können das auf Seite 83, 84 des Koalitionsvertrages nachlesen. Auch an dieser Stelle also nichts Neues von der SPD. Ich würde ja sagen, das Aufgreifen von Vorhaben der Regierungskoalition ist erst einmal keine schlechte Idee. Dann aber so zu tun, als ob es ein neues Konzept der SPD wäre, könnte man als Plagiat bezeichnen. Aber ich bleibe lieber bei dem Sprichwort, dass die Kopie adelt das Original. Insgesamt ist in der Rede und im Antrag des Abgeordneten Degen nicht deutlich geworden, was die SPD eigentlich ändern möchte. Die einzige Forderung, die ich gehört habe, ist, Sie wollen mehr Statistik. Dort haben Sie auch vernommen, dass der Kultusminister sich auf den Weg gemacht hat. Aber ansonsten kein Vorschlag, wie Sie etwas anders regeln wollten. Man muss schon stutzen, wenn man in Ihrem Antrag liest, dass Sie dort in Ziffer 1 sich auf etwas beziehen, was nun nicht gerade gestern gewesen ist. Um überhaupt einen Aufhänger für Ihren Antrag zu haben, arbeiten Sie sich an einem Begriff ab, der die Debatten des Jahres 1999 bestimmte, also zu einem Zeitpunkt, wo die Menschen noch mit Mark und Pfennig bezahlten, nämlich am Begriff der Unterrichtsgarantie. Ich habe mir einmal die Aufzeichnung aus diesem Jahr angeschaut, habe viele interessante Reden dazu gefunden, beispielsweise die Abgeordnete Priska Hinz hat da viel Interessantes seinerzeit zugesagt. Aber es ist halt Geschichte, und der Begriff wird ja auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr verwendet. Seinerzeit wurde der Begriff der Unterrichtsgarantie von der damaligen Landesregierung übrigens deswegen eingeführt, Herr Kollege Degen, um sich von der Vorgängerregierung zu unterscheiden. Dort war es, also in der 14. Wahlperiode, war es nämlich so, dass die Grundunterrichtsversorgung nicht gesichert werden konnte. Ich war damals Schülervertreter und habe damals Demonstrationen gegen eigentlich eine Landesregierung organisieren müssen, die mir so politisch eigentlich nahestand, weil wir die Situation hatten, dass 80% 100% waren. Sie erinnern sich, das sah alles nicht so erfreulich. Das alles nur zur geschichtlichen Einordnung. Für Fans der Geschichte der hessischen Politik sicherlich interessant, aber für eine Debatte im Jahr 2019 eher nicht geeignet. Es zeigt vielmehr, dass die SPD einfach zu viel im Gestern verhaftet ist. Und wenn man
nur zurückschaut und über früher nachsinnt, kommt man auch nicht zwingend auf neue Ideen. Das führt dazu, dass man mit Lautstärke und Polemisierungsversuchen, die Sie heute vorgetragen haben, Konzept und Ideenlosigkeit zu kaschieren versuchen. Das lassen wir Ihnen aber nicht durchgehen. Wenn Sie etwas zum Thema Vertretungsunterricht hier vortragen wollen, sind wir auf Ihre Vorschläge sehr gespannt. Ich möchte aber sagen, wir nehmen die Sorgen der Eltern, der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrer sehr ernst. Wir wollen eine möglichst verlässliche Schule. Wir wollen Vertretungslösungen, die für die Schülerinnen und Schüler gewinnbringend sind. Dies zu erreichen, daran arbeiten wir sehr hart, weil wir wissen, wie schwierig das ist. Dazu haben wir die Schulen massiv gestärkt, indem die Koalition aus CDU und GRÜNEN 5.000 neue Stellen an den Schulen geschaffen haben, während die Anzahl der Schülerinnen und Schüler leicht gesunken ist. Für uns hat eine verlässliche Schule Priorität, und wir werden diese immer weiter verbessern. – Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege May. – Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Scholz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Bildung ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen und ist die Basis für den Wohlstand sowie den Erhalt unseres Volkes. Hierfür, meine Damen und Herren, trägt die Landesregierung eine besondere Verantwortung. Daraus erwächst für sie die Verpflichtung, die tatsächlichen Verhältnisse an unseren Bildungseinrichtungen stets im Blick zu haben und vor allem den vorgebrachten Sorgen und Nöten der Schüler, Eltern und der Lehrer eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Leider ist es aber so, dass realitätsferne oder besser gesagt realitätsverweigernde Lagebeurteilungen sowie vielfach verschleiernde und nicht verifizierbare Datenangaben seitens des Kultusministeriums zusammengenommen nur eine Fiktion hinsichtlich des Zustandes unseres Bildungssystems, insbesondere der realen Gegebenheiten an unseren Schulen, konstituieren. So ist es eine Tatsache, dass nachweislich täglich Tausende Unterrichtsstunden an hessischen Schulen ausfallen. Wo aber liegen die Ursachen? Denken wir hier z.B. an das jahrelange Ignorieren von unzähligen Überlastungsanzeigen hessischer Lehrkräfte seitens des Kultusministeriums. Allein im Schuljahr 2017/18 waren es rund 100 um Hilfe rufende Schulen. Die Anzahl der betroffenen Lehrer kann nur erahnt werden. Unser Herr Kultusminister kennt sie, aber auch das wird sein Geheimnis bleiben. Die aktuellen Zahlen werden wohl noch verheerender sein, denn die Zustände an unseren Schulen haben sich eher verschlechtert als gebessert. Es sind Hilferufe von denjenigen, die sich Tag für Tag für unsere Kinder aufopfern, sich trotz ihrer verfehlten Schul- und Bildungspolitik immer wieder neu motivieren und ihre Pflicht erfüllen. Stattdessen spricht das Kultusministerium zynischerweise von einem subjektiven Belastungsempfinden und streitet seine Zuständigkeit ab. Und überhaupt könne man sich von Wiesbaden aus diesbezüglich keinen umfassenden Überblick verschaffen. Sehr geehrter Herr Kultusminister, dann müssen Sie jemanden beauftragen, der es kann. Denn es fällt gerade für Sie als Dienstherren fällt das in Ihre Fürsorgepflicht. Kennen Sie die Anzahl der Krankheitstage unserer Lehrer und deren Ursachen und wie viele unter Erschöpfungs- und Stresssymptomen leiden? Wissen Sie, wie viele meiner ehemaligen Lehrerkollegen wegen Burnout monatelang ausfallen und wieder eingegliedert werden müssen? Kennen Sie das Missverhältnis von Pflichtstundenzahlen zu den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten? Kennen Sie die wirklichen Zahlen und Fakten zum Anstieg von Mobbing und Gewalt gegen Lehrkräfte und Sozialarbeiter? Wenn ja, dann legen Sie diese endlich auf den Tisch. Ansonsten machen Sie sich der Heuchelei verdächtig, wenn Sie den Eindruck erwecken, dass Ihnen die Gesundheit unserer Lehrer am Herzen liegt. Gut 20% aller Schulformen geben an, dass regelmäßig mehr als 10 Stunden im Monat ausfallen. Bei den Gymnasien sagen das 30% der Befragten.
31% geben den Ausfall von 5 bis 10 Stunden im Monat an. Bei Gymnasien ist es dann jeder Zweite. Von 10 Stunden werden nur 7% fachgerecht vertreten. Die restlichen 93% der Stunden werden überbrückt von Mandalas malen oder Filmchen gucken. Mit sehr viel Glück hat ein Fachlehrer eines anderen Fachbereiches gerade eine Brückenstunde, der dann zumindest in seinem Fach unterrichten kann. Das ist aber eher die Ausnahme, da bei der heutigen Lehrerknappheit alle verfügbaren Kräfte bis unter die Halskrause ausgelastet sind. Mal ganz dumm gefragt, könnte es vielleicht sein, dass diese Menge an Ausfallstunden und fachfremder Vertretung auch etwas mit der mangelhaften Versorgung an Fachlehrern zu tun hat? Auch diesbezüglich feiert die Landesregierung sich selbst und verschließt sich der Realität. So viele Lehrerstellen wie noch nie, liest man sehr verwundert auf der Internetseite des Kultusministeriums. Herr Kultusminister, gehen Sie doch bitte einmal, vielleicht auch mal unangemeldet, ohne Fragekärtchen, die vorbereitet sind, an unsere Schulen und sagen Sie das meinen ehemaligen Kollegen ins Gesicht. Sie werden sich wundern, was Sie zu hören bekommen. Es genügt nicht, sich auf 54.000 vorhandene Lehrerstellen zu berufen. Man muss sie auch besetzen, und zwar mit qualifizierten Lehrkräften und nicht mit Pensionären, Studenten und unqualifizierten Quereinsteigern. Man kann es nicht oft genug betonen, Sie haben es einfach verschlafen, sich rechtzeitig um den Lehrernachwuchs zu kümmern. Und auch heute haben Sie noch keine wirksame Strategie, hier Abhilfe zu schaffen. Ja, Moment. Und nun glaubt aber die SPD, die Lösung aller Probleme gefunden zu haben. Vorweg, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass in vielen Bundesländern, in denen die SPD mitregiert oder mitregiert hat, das Bildungssystem am Boden liegt? Schauen Sie sich den Bildungsmonitor der vergangenen Jahre diesbezüglich an. Daher wäre ich sehr skeptisch, gerade die SPD diesbezüglich als Referenz zu sehen. In Ihrem Antrag fordert die SPD unter anderem Ehrlichkeit von der Landesregierung. Ja, das fordern wir auch. Das sollte man von einer Landesregierung aber auch erwarten. Allerdings fehlt ihr dafür etwas ganz Entscheidendes. Es ist die Farbe Blau, meine Damen und Herren. Die SPD setzt mit ihren Forderungen und Lösungsvorschlägen größtenteils falsche Prioritäten. Sie glaubt weiterhin, dass Quereinsteiger und Aushilfskräfte unsere Schulen retten können. Sie glaubt, dass uns allein durch Schaffung von Studienplätzen und überschaubare monetäre Anreize massenhaft geeignete Lehramtsstudenten nur so zufliegen. Für unsere Schulen brauchen wir Menschen, die aus Überzeugung Lehrer werden wollen, weil sie Freude am Lehren, am Fördern von Kindern und Jugendlichen haben, die methodisches Geschick und die Persönlichkeit für diesen Beruf mitbringen. Diese gilt es zu gewinnen und am Ende ihrer Ausbildung einen attraktiven Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Die Attraktivität des Lehrerberufes ist nicht nur eine Frage der Besoldung. Schauen wir uns die Arbeitsplatzschule doch einmal genauer an. Ist er wirklich so attraktiv? Der bauliche Zustand vieler unserer Schulen ist so katastrophal, dass diese als nicht lernfördernd eingestuft werden. Hier muss dringend massiv investiert werden. Ein seit Jahren vorangetriebener Abbau an Förderschulen und eine an den Kräften der Lehrer zehrende, ohne jegliches Augenmaß betriebene Inklusion an Regelschulen, an der zwanghaft aus ideologischen Gründen festgehalten wird, trägt ebenfalls zur Überlastung unserer Lehrer und damit zum Entstehen unzähliger Ausfallstunden bei. Viele Lehrer, vor allem Berufsanfänger, wollen sich das Arbeiten an sozial-religiösen Brennpunkten freiwillig nicht antun. Nicht eine der hier vertretenen Altparteienfraktionen will dieses Problem anfassen, schon gar nicht die SPD. Der Migrationsanteil an unseren Schulen muss durch eine sozialverträgliche Schulplatzvergabe, hören Sie zu, gesteuert werden. Moment. Integrationshemmende Brennpunktschulen mit einem Migrationsanteil von bis zu 100% müssen der Vergangenheit angehören. Man kann es nicht oft genug betonen. Wenn sogar
der Präsident des Lehrerverbandes Hans-Peter Meidinger in einem Bild-Interview bekannte, dass besonders an Einrichtungen mit einem extrem hohen Anteil von mehr als 70% die Bewaffnung mit Messern und CS-Gas zunehme und Vorfälle wie Verbalattacken und Übergriffe auf Lehrer oder Mitschüler dort inzwischen keine Seltenheit mehr seien, sagt das doch schon alles. Religiöses Mobbing muslimischer Schüler gegen christliche und jüdische Schüler sowie frauenverachtendes Verhalten gegenüber Lehrerinnen nehmen an unseren Schulen unaufhörlich zu. Aber davor verschließen Sie allesamt die Augen. Das passt nicht in Ihr Weltbild von einer offenen, bunten, vielfältigen und toleranten Gesellschaft. An solchen Schulen verzeichnen wir die größten Lehrermangel und die meisten Ausfallstunden. Das ist Fakt. Hier ist die Landesregierung in der Pflicht, eine nachhaltige infrastrukturelle Umgestaltung zum Wohle unserer Kinder durchzusetzen. Aber auch die SPD sieht hier keinen Handlungsbedarf. Daher kratzen die im SPD-Antrag vorgebrachten Lösungsansätze wieder einmal nur an der Oberfläche und sind weitere Indizien dafür, wie weit sich auch die SPD mittlerweile von der Realität an unseren Schulen entfernt hat und damit auch in Sachen Bildung den Anspruch auf die Bezeichnung Volkspartei verloren hat. Wir lehnen diesen Antrag trotz anfänglicher, brauchbarer Ansätze als nicht lösungsorientiert ab. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Promny. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Sache. Der Setzpunkt der SPD ist betitelt mit der Forderung, Unterrichtsausfall bekämpfen, mehr Ehrlichkeit statt Verschleierung, und benennt damit einen der zentralen bildungspolitischen Punkte, Aufgaben für unseren Kultusminister. Gerade der zweite Teil des Titels ist an dieser Stelle hervorzuheben, aber dazu bräuchte es auch den entsprechenden Gestaltungswillen. Wir Freien Demokraten wollen, dass ausreichend qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer in unseren Schulen unterrichten. Denn genau das ist die entscheidende Grundvoraussetzung für beste Bildung. Aus diesem Grund zählen für uns auch nur die besetzten Stellen und die tatsächlich abgehaltenen Unterrichtsstunden. Eine in der Statistik benannte oder im Haushalt ausfinanzierte Stelle ist noch keine Garantie dafür, dass die Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich unterrichtet werden. Es ist daher notwendig, dass das Kultusministerium endlich die konkreten Zahlen zur Unterrichtsversorgung und tatsächlich besetzten Stellen offenlegt. Nicht nur die Schulen, sondern auch die Fraktionen hier im Landtag als auch die Presse haben die mangelnde Kommunikation und das fehlende Problembewusstsein bereits beim Kultusminister der Landesregierung sowie der Koalition mehrfach kritisiert. Auch im Rahmen der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn und bei der Regierungserklärung im letzten Plenum haben wir uns vornehmlich nur mit den Zielmarken auseinandergesetzt. Selbstverständlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen wir die Erhöhung der Lehrstellen um 600. Auch die 350 neuen Stellen für den Ganztagsausbau und die 60 Stellen zusätzlich in der Inklusion. Aber viel spannender ist doch die Frage, ob und wie alle Stellen auch mit den entsprechenden qualifizierten Personen besetzt wurden bzw. besetzt werden. Meine Damen und Herren, unmittelbar damit verbunden ist die Frage, wie dafür Sorge getragen wird, diese Lehrerinnen und Lehrer dann auch in unseren Schulen zu halten. Und hier sind wir wieder bei der zu hohen Arbeitsbelastung, den Überlastungsanzeigen,
dem Unterrichtsausfall und nicht zuletzt dem Lehrermangel. All diese Themen haben wir in den letzten Jahren bereits mehrfach hier in diesem Hohen Haus diskutiert, und alljährlich hat sich die Landesregierung diesbezüglich einen schlanken Fuß gemacht. Denn offenbar weiß das Kultusministerium nicht, was unter dem Begriff Unterrichtsausfall zu verstehen ist. Wie wir alle in der FAZ am 27. August diesen Jahres lesen konnten, denn dort heißt es, ich zitiere, der Sprecher des Kultusministeriums wies darauf hin, dass es bislang keine einheitliche Definition von Unterrichtsausfall gebe. Ja, hier helfen wir gerne, Herr Kollege Rudolph, denn ein Blick in den Duden erleichtert hier die Definitionsfindung. Hier steht der Unterrichtsausfall, Bedeutung, Doppelpunkt, Ausfall des Unterrichts. Aber es kommt noch besser, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es kommt noch besser, denn im Kultusministerium ist man auch der Auffassung, dass in Hessen kein Unterricht ausfällt, weil es zu wenig Lehrer gibt. Wenn dies richtig ist, dann müssten sich alle Unterrichtsausfälle, die von der Erhebung der Landeselternvertretung erfasst und in den letzten Wochen auch kommuniziert wurden, auf Gründe zurückzuführen sein, die die beschäftigten Lehrkräfte direkt betreffen. Folgerichtig ist die Erkenntnis, dass den Gründen auf den Grund gegangen werden muss. Danke. Die Erkenntnisse der Landeselternbeiratserhebung. Schöne Erkenntnis, Herr Kollege Frömmrich. Denn die Ergebnisse der Landeselternbeiratserhebung, wonach tagtäglich Tausende Unterrichtsstunden ausfallen, ist alarmierend und auch nicht hinnehmbar. Denn es geht zulasten der Lehrkräfte und der jungen Generation. Eine systematische Erfassung von Krankheitsausfällen ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Aber er ist nicht ausreichend, zumal wenn dies erst vom Schuljahr 2021 an möglich sein sollte. Wichtiger ist doch für unsere Schulen, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, aber auch Schulleitungen, wie dem Unterrichtsausfall entgegnet werden kann. Die SPD, meine sehr geehrten Damen und Herren, greift hier mehrere richtige Aspekte auf, wie beispielsweise die Vertretungsreserve. Aber auch hier muss gewährleistet sein, dass die Stellen nicht nur auf dem Papier bzw. in der Statistik auftauchen, sondern auch adäquat besetzt werden. Gleiches gilt hinsichtlich der Studienkapazitäten und den Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangels, der sich in den verschiedenen Lehrämtern, wenngleich auch unterschiedlich, verstärken wird. Denn angesichts des Fachkräftemangels muss es neben dem einfachen Mehr an Personen vor allem darum gehen, die bereits tätigen Lehrkräfte zum Verbleib zu bewegen. Aber auch dies geht nur, wenn man die Herausforderungen und Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer ernst nimmt und die Herausforderungen auch aktiv angeht. Wir Freien Demokraten wollen nach wie vor die Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen insbesondere von unnötigen Dokumentationspflichten und bürokratischen Reglementierungen entlasten, um einerseits die pädagogische Arbeit wieder in den Vordergrund zu stellen und andererseits die Zahl der Überlastungen zu reduzieren. Es ist notwendig, die Rahmenbedingungen anzugehen, mehr Vertrauen und Entscheidungsräume zu schaffen und endlich auch die multiprofessionellen Teams in die Schulen zu bringen, die dazu beitragen können, die veränderten Herausforderungen zu bewältigen. All dies trägt auch zum Gesundheitsmanagement bei und könnte langfristig den derzeitigen Unterrichtsausfall sowie den Lehrermangel reduzieren. Liebe SPD, wir Freien Demokraten teilen einen Großteil der Problembeschreibung und Herausforderungen, aber gerade mit Blick auf die Ziffer 1 verheben Sie sich. Denn es war doch die liberale Bildungsministerin Dorothea Hensler und die liberale Bildungsministerin Nicola Beer, die dazu beigetragen haben, dass es gelingen konnte, eine tatsächliche 105-prozentige Lehrerzuweisung zu realisieren.
Und daher teilen wir Ihre Einschätzung an diesem Punkt nicht. Die Krux der letzten Jahre ist doch, dass die Aufgabenbeschreibungen und die Herausforderungen immer on top kamen und keine Anpassung erfolgte. Vor diesem Hintergrund wäre es nämlich erstrebenswert zu erfahren, wo die Lehrerversorgung heute zu verorten ist. Aber auch dafür benötigen wir ehrliche und offene Angaben. Und hier schließt sich der Kreis zum Grundproblem der Landesregierung, die gerne die Augen vor der Realität verschließt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Elisabeth Kula. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Das Thema Unterrichtsausfall und Lehrermangel beschäftigt diesen Landtag jetzt schon über die letzten Jahre. Für mich ist das noch alles relativ frisch. Aber auch ich bin mittlerweile ziemlich entsetzt über die beharrliche Weigerung des Kultusministeriums und auch der regierungstragenden Fraktionen, Realitäten zu akzeptieren. Diese Haltung der permanenten Negation von objektiven Tatsachen kennt man sonst eher von der ganz rechten Seite des Hauses. Die Leugnung dessen, was Ihnen tausende eigene Beamtinnen und Beamte, die Schülervertretung, die Elternbeiräte in den letzten Jahren rückgemeldet haben, ist schlichtweg nicht in Ordnung, sehr geehrte Damen und Herren. Das kann doch einfach wirklich nicht Ihr Ernst sein, Herr Lorz. Unternehmen, die sich dauerhaft über Überlastungsanzeigen hinwegsetzen, stehen zu Recht in der Kritik. Ein solches Verhalten darf es erst recht nicht im öffentlichen Dienst geben, und da darf das keinen Platz haben. Sie haben eine Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen. Nehmen Sie die endlich ernst. Die permanente Wiederholung der 105-prozentigen Lehrerversorgung hilft in der Debatte überhaupt nicht weiter. Das ist ja bisher auch schon angesprochen worden. Die Realität an hessischen Schulen sieht nämlich ganz anders aus. Verschiedene Studien und Umfragen haben dies nun eindrücklich dargelegt. Nur das Kultusministerium weigert sich, eigene Zahlen zum Unterrichtsausfall und Lehrermangel vorzulegen. Aber zum Glück haben ja andere diese Aufgabe übernommen. So hat unsere Fraktion beispielsweise in der letzten Legislaturperiode eine Studie des Forschungsinstituts für Bildung und Sozialökonomie in Auftrag gegeben, die eine eindeutige Sprache spricht. Sie kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass in Hessen die Lehrer-Schüler-Relation in der Sekundarstufe 1 unzureichend ist. Es stehen also nicht ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung, Herr Lorz. Das ist doch einfach, das kommt in der Studie raus. Auch eine Umfrage der Landesschülervertretung von 2018 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Durch eine umfangreiche Abfrage ergab sich, dass hochgerechnet 16.048 Unterrichtsstunden ohne Vertretung in Hessen ausfallen, und das jeden Tag. Und das nur an den weiterführenden Schulen übrigens. Pro Schule sind das dann bis zu 23 Unterrichtsstunden täglich. Das kann und darf ein Kultusminister nicht einfach ignorieren oder im schlimmsten Fall sogar mit Disziplinarverfahren gegen streikende Lehrkräfte vorgehen. Nehmen Sie die Probleme endlich ernst. Nun könnte man zur Verteidigung der Landesregierung argumentieren, dass zu diesem Schuljahr neue Lehrerstellen geschaffen wurden. Wäre da aber nicht das große Aber. Die Studie des FIPS errechnete einen Einstellungsbedarf bis 2030 von 26.000 Lehrerinnen und Lehrern. Zwar wurden zu diesem Schuljahr laut Kultusminister 600 neue Stellen geschaffen. Wenn wir in diesem Tempo aber weitermachen, sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir erst in rund 43 Jahren auf die 26.000 benötigten Lehrkräfte. Das ist doch viel zu langsam und unambitioniert. Es ist vollkommen klar, beides, sowohl die Unterrichtsabdeckung als auch die Lehrer-Schüler-Relation in Hessen, sind schon heute problematisch und keineswegs ausreichend. Die Landesregierung muss endlich erkennen, dass sie grundlegend etwas an ihrem bildungspolitischen Kurs ändern muss. Es braucht deutlich mehr Ausbildungskapazitäten, eine Reform der Lehrerausbildung, verbesserte Studienbedingungen, eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine Gleichbehandlung der Lehrkräfte an allen Schulformen. Sehr geehrte Damen und Herren, A13 für alle wäre ein wichtiger Schritt für die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie für die Gewinnung von jungen Menschen für das Studium des Grundschullehramtes.
Denn genau in den Grundschulen wird es neben den Berufsschulen in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung den größten Lehrermangel geben. Und auch schon heute wird der Unterricht an den Grundschulen oft durch pensionierte Lehrkräfte oder Teilzeitkräfte, die mehr als gewünscht arbeiten müssen, übernommen. Nun muss sich das Kultusministerium dringend überlegen, wie sie diesen Zustand des Lehrermangels und des damit verbundenen Unterrichtsausfalls schnellstmöglich beheben kann. Aber stattdessen werden die Probleme geleugnet. Und das wurde heute auch schon angesprochen. Dabei wendet das Kultusministerium einen relativ einfachen Trick an. Sie redet nämlich den Unterrichtsausfall klein. Unter Unterrichtsausfall, so habe ich es zumindest bisher verstanden, versteht die Landesregierung nämlich nur den kompletten Ausfall der schulischen Betreuung, also wenn Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt werden müssen. Wenn aber fachfremder Unterricht stattfindet oder Schülerinnen und Schüler stattdessen einen Film schauen oder Ähnliches, dann gilt das für das Kultusministerium nicht als Unterrichtsausfall. Das halten wir für grundfalsch. Unterricht bedeutet, wenn Schülerinnen und Schüler in dem Fach unterrichtet werden, welches gerade auf dem Stundenplan steht. Wenn dieses nicht unterrichtet werden kann, dann fällt der Unterricht aus. Meine Damen und Herren, wenn das kein Unterrichtsausfall ist, was denn dann? Frau Kollegin, entschuldigen Sie bitte, es ist sehr unruhig im Plenarsaal. Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit für die Rednerin. Vielen Dank, Herr Präsident. Eine realitätsnahe Darstellung des Unterrichtsausfalls an hessischen Schulen liefert die jüngste Umfrage des Landeselternbeirats und der Landesschülervertretung. Laut Umfrage fallen an mehr als 20% der Schulen regelmäßig, das heißt mehr als 10 Stunden pro Monat, Unterricht aus. Und das nach dem Verständnis der Landesregierung. Bewertet man aber fachfremden Unterricht auch als Unterrichtsausfall, was wir für vernünftig halten, geben 59% der Befragten an, dass dies an mindestens 5 Stunden im Monat Unterricht ausfällt. Insgesamt geben 22,6% an, dass dies sogar für mehr als 10 Stunden im Monat zutrifft. Kurzum, Herr Lorz, erkennen Sie endlich die Realitäten an und leiten Sie Maßnahmen ein, um Lehrermangel zügig und wirksam zu bekämpfen. Es stünde der Landesregierung auch gut zu Gesicht anzuerkennen, wenn man die Ziele nicht erreicht hat. Von daher kann ich die irrationale Abwehr von Fakten seitens des Kultusministeriums nur als verzweifelten Verteidigungsversuch Roland Kochs und dessen Versprechens einer nie eingelösten Unterrichtsgarantie verstehen. Dieser Versuch kann aber nur als gescheitert bezeichnet werden. Vielen Dank.